In der gynäkologischen und urologischen Sprechstunde der Klinik am Südring muss ein alleinerziehender Vater mit Entsetzen feststellen, dass seine Teenie-Tochter reifer ist als gedacht. Gut, ich hab dir was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles... Ich weiß nicht, was man bei der ersten Periode so braucht. Guck mal, bitte, lass das, okay? Pack es einfach hier, was brauchst du? Ich hab da so ein bisschen von allem was mitgebracht. Pack es einfach wieder ein, okay? Ja. Pack das ein, du bist einfach so... Warum? Ich mach's doch nur gut mit dir. Pack das ein, füll das aus und ich gehe einfach dann mit der Ärztin. Nein, du musst doch jetzt hier bleiben. Wir kriegen das schon. Was ist denn das? Habt ihr das bestellt? Ich nehme noch meine Tasche und... Was ist das denn? Meine Tochter hat heute die erste Mal ihre Periode. Jetzt noch mal ganz kurz, was ist los genau? Warum kommt Ihre Tochter? Sie hat heute zum ersten Mal ihre Periode bekommen. Ach, jetzt verstehe. Hat aber auch schon gebrochen und hat Unterleibsschmerzen. Mhm. Und dann dachte ich, nee, jetzt muss ich erstmal zur Ärztin fahren. Mhm. Sie ist ja mein Ein und Alles. Okay. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Oh je. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen dachte ich, fahr jetzt erstmal hier hin. Das ist immer so eine schwierige Zeit, wenn so ein Mädel plötzlich zur jungen Frau wird und bekommt die erste Periode. Und wenn dann die Mutter dann nicht da ist und man muss mit dem Vater darüber reden, das ist ja nicht so angenehm. Zudem scheint Friedas Vater mit den gynäkologischen Problemen seiner Tochter maßlos überfordert zu sein. Der alleinerziehende Witwer sieht in der 13-Jährigen immer noch das kleine Mädchen. Dabei hat es die Schülerin faustdick hinter den Ohren. Dein Vater sagt, es ist die erste Periode, du hast dich übergeben und hast Bauchweh. Und der macht sich super Sorgen, weil deine Mutter tot ist. Also, meine erste Periode ist es nicht. Ich habe die schon seit 10 Monaten. Und er weiß das gar nicht, oder was? Nee. Also, aber er hat recht, übergeben habe ich mich und Unterleibsschmerzen habe ich auch. Hast du denn die Periode regelmäßig? Also eigentlich schon, bis auf jetzt. Das Problem, sind die irgendwie 2 Wochen zu früh gekommen. Okay, das heißt, ich gucke aber mal dein Bäuchlein an. Ich gucke jetzt mal von hier oben da rein. Ich sehe noch nicht mal einen Schamhaar. Du brauchst keinen Schiss zu haben. Ich habe Frieda deswegen nicht vaginal untersucht. Erstens mal hatte sie eine Blutung. Dann schiebt man ja da kein Instrument rein, um Ultraschall zu machen. Und zum Zweiten ist sie ja noch Jungfrau. Da kann ich doch nicht von unten untersuchen. So, und jetzt hast du deinen großen Auftritt und siehst zum ersten Mal in dem Leben deine Gebärmutter. Okay. Hast du noch nie gesehen, oder? Also, nein, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo sie ist. Und da ist sie schon. Ach, ist das eine goldige. Das ist ein ganz kleines Popelchen noch. Da sehen wir auch die ersten kleinen Eizellen. Ich sehe nichts Schlimmes. Mhm. So eine süße Gebärmutter. Ich mache dir noch ein Foto von ihr, ja? Okay. Guck mal, für dein Erinnerungsalbum oder was? Guck mal, der erste Blick auf deine Gebärmutter. Da sitzen später die ganzen Kinder drin. Oh Gott, dieses Dingelchen ist das süß, ne? So klein hinter ist sie viel größer in ein paar Jahren. Jetzt kannst du da runterkommen. Hilfst du ihr, ne? Komm, ich nehme mal das Foto, sonst schmierst du das voll. Dankeschön. So, das kriegst du hier hingelegt. Das kannst du nachher deinem Vater zeigen. Wie schön du von innen aussiehst. Naja, ich glaube, das behalte ich erstmal für mich. Aha. Alles schön. Du bist mit deinem Vater noch nicht so ganz innig im Moment, ne? Wenn das um solche Sachen geht, ja, oder? An sich schon, aber müssen nicht unbedingt immer diese Themen so sein. Okay. Danke. Sehr gerne. Aber ich meine, du hast ja nun mal deine Mutter nicht mehr. Hast du denn jemanden, mit dem du wirklich reden kannst? Wirklich reden kannst? Wenn, dann nur Freundinnen. Ist ja nicht so einfach für dich, ne? In deinem Alter jetzt. Was hast du denn eigentlich in deinem Gesicht gemacht? Das sieht ja ein bisschen doof aus. Was ist denn das? Nichts. Ist nichts Wichtiges. Nichts? Okay. Pass mal auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich gebe dir ein Rezept mit. Da kriegst du jetzt ein paar Schmerztabletten aufgeschrieben. In der Regel holst du dir die eigens aus der Apotheke. Nimmst davon. Mal eine am Tag muss reichen. Ne? Okay. Und dann muss das aber in 3 Tagen wieder weg sein. Okay? Mhm. Wieder erwarten werden sich Ärztin und Patientin allerdings schon bald wiedersehen. Nicht zuletzt, weil Frieda selbst für ihre Beschwerden mitverantwortlich ist. Obendrein lässt sich die 13-Jährige zu einer Tat hinreißen, die das Mädchen in Erklärungsnot bringt. Alles gut? Ach, sie hat ein schönes Foto bekommen. Sie hat eine wunderschöne Gebärmutter. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das sagt mir jetzt mal nichts, aber wenn Sie sagen, ich muss mir keine Sorgen machen. Nein. Zwischenblutungen sind am Anfang, wenn die ersten Jahre der Periode laufen, bei vielen Frauen der Fall. Das kann ich wunderschön regeln mit Mönchspfeffer. Das ist ein pflanzliches Präparat. Und dann kriege ich diese Zwischenblutung auch ohne Hormone in den Griff. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen. Papa, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich warte am Auto auf dich, okay? Aber wirklich? Ich komme sofort. Es ist alles so anstrengend. Ja. Ich glaube das. Ich habe auch gerade gehört, dass das ja für Sie auch schwierig ist. Die Mutter ist tot. Das ist jetzt die Zeit, wo sie eigentlich braucht. Und Sie sind da
Ohne Partnerin, habe ich gehört, das ist ja auch nicht einfach. Ich kann mit ihr auch sowas nicht reden. Die ist ja, auch geben Sie ihr Zeit. Sie ist jetzt in dem Moment, wenn sie die Periode hat, dann ist sie ohnehin mit den Hormonen durch den Wind. Lassen Sie ihr Zeit. Das ist genau die Zeit, wo die Mädels stänkerig sind. Ja, das die ist schwanken sie. Mit den Hormonen. Zickig bis zum geht nicht mehr. Und geben, machen Sie Verständnis. Gib mir patzige Antworten, ja, so kenne ich die gar nicht. Das ist, sie will jetzt erwachsen werden und will ihre Grenzen kennen. Sie schaffen das, Sie sind doch geil genug, das schaffen Sie. Also. Grenzen, haben Sie die Kratzer hier gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Ich weiß, sie sagt aber nicht woher. Keine Ahnung. Also, sie kommt von der Klassenfahrt und sie hat mir gesagt, sie ist irgendwie vom Busch gelaufen oder sowas. Das glaube ich aber nicht. Stimmt, weiß ich auch hoffe nicht, dass sie irgendwie gemobbt wird in der Schule oder so. Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich schreibe Ihnen jetzt ein Präparat auf, das sie nehmen kann für die Periode. Das holen Sie ihr und dann fragen Sie nicht viel, geben Sie ihr das einfach, lassen Sie sie. Muss ich sonst irgendwas beachten? Nein, gar nichts. Ich glaube, Ihre Tochter, die ist schon weiter, als Sie glauben. Na gut. Wie weit die 13-jährige Frieda ist, soll aber sogar die erfahrene Gynäkologin noch überraschen. Ach, da ist sie ja. Was ist denn jetzt los? Ja, die stand hier hinter. Wo hinter? Ja, dann hat sich das Rezept da weggenommen. Was für ein Rezept? Gucken. Was machst du? Was ist das für ein Rezept, Frieda? Was geht's jetzt gerade hier? Ja, ich sag's ihm jetzt, dein Vater. Es ist ein Pillenrezept. Was? Ein Rezept für eine Antibabypille. Also ich war völlig irritiert und außer mir, als ich gesehen habe, dass diese kleine junge Patientin da hinter unserer Anmeldung versucht hat, ein Pillenrezept zu stehlen. Hab mich gefragt, warum. Tut mir leid. Was heißt, du brauchst doch hier nicht. Du kannst doch zu mir kommen und kannst doch sagen, was du brauchst. Ja, aber dann würde das ja alles mein Vater erfahren. Mir fällt ja ein, du bist doch diejenige, wo der Vater nicht mal wusste, dass du seit ein paar Monaten die Periode hast, ne? Ja. Ist doch richtig, habe ich richtig im Kopf. Wir sind ja eigentlich auch heute hier, weil ich immer noch Schmerzen habe. Ich glaube, es wäre vielleicht doch besser, wenn der Papa doch dabei ist. Okay, dann das ist mein Wort. Jetzt hole ich den mal. Die ist ohne Mutter und ich brauche zu ihrem guten Kontakt, sonst kommt die nicht wieder. Aber trotzdem war in diesem Fall der Vater für das Gespräch ausgesprochen wichtig. Jetzt erzählen wir, glaube ich, deinem Vater mal, dass du die Periode eigentlich schon ein paar Monate hast. Bitte? Ne? Seit 10 Monaten circa. Und du sagst mir nichts? Ja, Papa, als ob ich dir das gleich direkt sage. Und du bist ein Mann. Ja. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von sowas. Weiß gar nicht, wie sich das anfühlt und wie unangenehm das am Anfang vielleicht ist. Bestimmt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Seitdem Mama tot ist, ist auch alles ein bisschen schwer. Aber auch für mich. Aber meinst du nicht, dass du mir vielleicht sowas wenigstens erklären kann oder erzählen kannst? Ja, mache ich ja jetzt. Naja, ich kann das schon verstehen. Das ist ja auch nicht so schön. Wenn Sie jetzt Ihrem Vater sagen müssen, ich blute alle 4 Wochen aus der Scheide und ich könnte jetzt theoretisch schwanger werden. Für mich ist jetzt was ganz anderes wichtig. Warum das Pillenrezept? Ja, das würde mich auch noch mal interessieren. Das ist das Allerwichtigste jetzt. Ja, also... Du wolltest mit der Pille anfangen? Nee. Wie nee? Ich nehme die schon seit 3 Monaten. Was? Wo hast du die denn her? Dafür hat man ja beste Freundinnen. Wie beste Freundin? Ja, die Lilly, die nimmt schon seit ein paar Monaten mehr die Pille und die hat einfach mir ein Rezept besorgt. Sie hat ihrer Frauenärztin einfach gesagt, dass sie ihr es verloren hat und so bin ich dann an ein Rezept gekommen. Wie, und jetzt nimmst du ohne Untersuchung, ohne dass du weißt, wie es geht, nimmst du jetzt einfach mal die Pille? Warum nimmst du überhaupt die Pille? Also, es gibt da einen Kerl. Nein. Es gibt da einen Kerl. Gucken Sie mal an, wie sie schon grinst. Ne? Was? Es gibt da jemanden. Ja, also ich habe auch seit 4, 5 Monaten auch einen Freund. Ah. Ein Freund und? Der heißt Finn. Ja, weiter. Wir haben auch schon miteinander geschlafen. Boah. Jetzt glaube ich es nicht. Also ehrlich. Du bist 13. Warum hast du schon Sex mit jemandem? Jedes dritte 13-jährige Mädchen in Deutschland hat Verkehr. Da ja, aber doch nicht meine Tochter. Das ist so. Doch, ihre Tochter ja scheinbar auch. Boah, jetzt setzt sie sich mal. Kommt noch was? Ich habe die Pille ja, wie gesagt, genommen. Und ich war ja jetzt auf Klassenfahrt. Mhm. Und da habe ich dann die Packung vergessen, die ich quasi mir ausgeliehen hatte. Und dann habe ich halt jemand anders gefragt. Ja, aber du kannst doch nicht einfach eine andere Sorte nehmen mitten in der Packung. Wenn ich als junge Frau eine Pille nehmen will, dann muss ich mit einem Frauenarzt darüber reden, wie hoch muss die Dosis sein, was verträgt sich, es muss eine Familienanamnese erhoben werden. Gibt es irgendwelche Dinge, die dagegen sprechen? Ja, aber das Schlimmste, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Oh, was ist denn das Schlimmste? Was kommt denn jetzt noch? Ja, ich habe mich mit Lilly zerstritten. Weil Lilly hat auf einmal mit Finn da irgendwas gemacht, keine Ahnung, flirtet oder so. Die haben dann da, irgendwie hat sie sich voll an den Rand gemacht und dann haben wir gestritten und gezankt und irgendwie hat sie mich dann ja auch hier gekratzt. Das ist das Schlimmste jetzt für dich hier gerade? Du liebst ja. Bisschen.
Ja. Boah, stell dir mal vor, du bist mit deiner besten Freundin zerstritten. Kannst du unmöglich einfach. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Die Prioritäten halt ein bisschen anders beim Schlimmsten. Ja, viel schlimmer wäre, nicht. Du wärst jetzt schwanger. Du musst bin ich aber nicht. Du musst aber nicht davon ausgehen, dass, weil ich nichts in der Gebärmutter gesehen habe, dass du da nicht schwanger sein kannst. Ja, wir haben ja auch wirklich verhütet. Aha, zusätzlich zur Pille. Ja, natürlich. Habt ihr verhütet. Okay, na Gott sei Dank, das ist ja schon mal eine Sache. Also ich schlag dir jetzt einen Deal vor. Ich erlaube dir, dass du die Pille nehmen darfst. Ach, wie toll. Aber ich will keine Geheimnisse mehr haben, bitte. Ich weiß, dass es schwer ist, aber sowas möchte ich hier nicht nochmal erleben. Ist das ein Deal? Na komm, gib dir einen Ruck. Ingo hat den festen Freund seiner Tochter mittlerweile kennengelernt und mag Finn sehr. Frieda nimmt inzwischen ganz offiziell eine andere Antibabypille und verträgt diese gut. Auch mit ihrer besten Freundin Lilly hat sich die 13-Jährige versöhnt.